Shut up, John. Hallo Kartoffelfreunde und willkommen zu einem oder meinem zweiten Gameplay von Call of Duty Advanced Warfare. Ich wollte noch einmal genau über das Thema oder das Spiel sprechen. Und zwar hat mir das letzte Video nicht wirklich gefallen und deswegen habe ich gedacht, komm, haust du noch ein Video raus, dann freuen sich die Leute auch. Und zwar wollte ich darüber reden, wie schnell dieses Video einfach ist. Dieses Spiel einfach ist. Und zwar liegt das einfach daran, dass Call of Duty in dieser Serie zwei gut bekannte Spiele kombiniert hat. Ihr müsst mir verzeihen, wenn meine Maus manchmal ein bisschen springt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Und zwar kombiniert es einmal Crysis und Titanfall miteinander. Einmal diesen schnellen Titanfall Jetpack, der das Spiel einfach mal relativ schnell macht. Oder sehr schnell gemacht hat und jetzt auch bei Call of Duty. Und auf der anderen Seite einmal den diesen Exo-Anzug von Crysis, der einen einfach immer für kurze Zeit gewisse Vorteile gibt. Bei mir ist es jetzt zum Beispiel, ich stehe mehr so auf den Schnelligkeitsanzug, weil er einem einfach einen Vorteil bringt, schnell von A nach B zu kommen. Dann gibt's wiederum andere, die mehr so auf diesen Unsichtbarkeitsshit stehen, obwohl ich das ein bisschen sinnlos finde, weil man einfach mehr, eigentlich sozusagen mehr leuchtet, als unsichtbar durch die Gegend rennt. Aber ich meine, das ist Geschmackssache. Ich glaube, wenn man sogar stehen bleibt, ist man sogar relativ unsichtbar. Ich glaube, nur wenn man läuft oder schießt, wird man ziemlich sichtbar. So, was haben wir denn hier drin? Oh, ein Raketenschlag. Dann gucken wir doch mal. Da haben wir ihn mitgenommen. Okay, gut. Das war gut, Marcel. Da hat einer das Jetpack benutzt. Was ich gut finde, ist, wenn man das Jetpack benutzt, dann wird man auf der Map angezeigt und leuchtet kurz. Also auf der Map wird dann so eine Welle angezeigt. Ja, wie soll ich das sagen? Ups! Wie nennt man das? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall so eine Welle. Müsst ihr mal auf dem Radar achten. Und ich bin echt schlecht in diesem Spiel. Ich glaube, ich bin immer noch mehr an das alte COD gewöhnt, wo es heißt draufrennen und töten. Oh, die Runde ist vorbei. Na, gucken wir mal, wer den letzten Abschuss gemacht hat. Ich glaube, das war sogar ich. Nö, ja. Er hat einfach mal alle mitgenommen. Na, die zwei habe ich geholt. Er hat mich geholt. Er hat ihn geholt. Auch gut. Oh, Camper, OMG, oh mein Gott. Aber an sich bringt das Spiel eigentlich relativ Spaß. Das Doofe ist halt nur, dass meine Maus immer so springt und ich weiß nicht, woran es liegt. Das ist unglaublich. Oh, jetzt habe ich A verpasst, auch gut. Ja, aber das Witzige ist einfach, man kann wirklich so durch die Gegend fliegen und einfach mal sich ultra, ultra, ultra schnell bewegen. Also das Movement ist einfach mal, man kann die Gegner halt extrem ausspielen mit seinem Exo-Anzug. Und der gibt einem, wenn man ihn richtig einsetzt, auch wirklich einen Vorteil. Dazu muss man den erstmal richtig einsetzen können. Und dazu bin ich anscheinend noch nicht so wirklich in der Lage. Deswegen werde ich halt öfter nochmal getötet oder habe Nachteile im Kampf. Stirb. Ich habe halt, glaube ich, immer noch dieses Call of Duty draufrennen und töten und ducken von früher im Kopf. Und das muss ich irgendwie halt aus meinem Kopf kriegen. So. Das ist, wenn eine Drohne auch raus ist und er benutzt seinen Anzug. Beziehungsweise sein Jetpack. Dann wird er für mich einmal rot angezeigt.
Um nochmal zu den Killstreaks zu kommen, für die Killstreaks. Wow, ich kann mich... Meine Maus springt so hin und her, was ist denn das? Warum springt die denn? Ich weiß nicht, ob das an meiner Festplatte liegt, oder ob das an meiner Maus liegt, oder an meiner Grafikkarte. Muss ich mich auf jeden Fall nochmal mit dem Problem beschäftigen. Achso, das ist ein Freund von mir. Dieser Systemhack, also das ist das Einzige, was mir wirklich an den Keystricks auf den Sack geht, das ist wirklich dieser Systemhack. Sonst merkt man eigentlich nicht wirklich viel von den Keystricks. Früher war das ja mal so bei MW2, so, oh Gott, immer geht die Predator auf mich und so. Und bis jetzt ist mir eigentlich noch keine Keystrick wirklich negativ aufgefallen oder so, oder positiv für andere. Ich habe da nicht wirklich gemerkt, dass mich da irgendwas extrem betroffen hat oder so. Deswegen finde ich das ganz cool, dass sie die Keystricks jetzt so ein bisschen ausgeglichen haben. Das Knifen finde ich auch ganz cool gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt hatte, ob ich das jetzt schon erwähnt hatte oder im letzten Video. Wenn man jemanden knifet, dann wird man nicht, also im Nahkampf angegriffen wird, dann wird man nicht gemessert, sondern geschlagen. Und dieser Schlag bringt einem, oder zeigt eigentlich nur so eine Faust an, statt so ein Messer. Und das finde ich relativ witzig. Ich habe ihn doch mal... Also, jetzt siehst du hier. Und, na, ich glaube, das ist sogar ein Messer, aber das wird als Faust angezeigt. Ich weiß es nicht. Das ist mir auch relativ egal. Hauptsache, ich kann COD spielen. Und, ja, ich weiß nicht, irgendwie immer, wenn ich aufnehme, ist irgendwas. Ich weiß nicht was, aber irgendwas ist immer. Ah, ich habe 16 zu 16? Ich habe doch eben voll die Killstreak. Oh man. Ich muss, glaube ich, wirklich noch ein bisschen wieder hier vom Battlefield-Trip runterkommen und dann wieder auf COD kommen. Das ist halt wirklich schon so ein Unterschied. Ich habe halt schon gemerkt, wie das einander beeinflusst, wenn man jetzt Battlefield und COD spielt, so im Kontrast. Stirb doch endlich. Wir nehmen gerade B, dann kommen die Gegner von A. Da wurde gerade ein Jetpack benutzt und da ist... Ich wusste, dass ich erst da rein hätte gucken können. Müssen. Nicht gucken können. Penis ficken. Tot. Hab ich dich doch gefunden. Ach, der wurde weggemessert. So, dich habe ich gesehen. Du bist AFK. Du bist mein nächstes Opfer, oder doch nicht? Du bist aber mein nächstes Opfer. Oh, da hätte ich, glaube ich, früher schießen sollen. Oder doch meine Maus ein bisschen mehr bewegen sollen. Ich habe so ein bisschen Angst bei meiner Maus, dass sie wieder anfängt zu springen. Wo ist der andere hin? Okay, ich glaube, der hat ihn. Stirb. Es sind noch 4 Sekunden. 3, 2, 1, 0 und gewonnen. Ja. Woo! Was? Okay, wir haben unentschieden. Gut, ich hoffe, das Feedback hat euch besser gefallen als das erste. Das Gameplay ist auch so ein bisschen besser als das andere. Lasst mir doch ein Abo da, wenn es euch gefallen hat und ihr die nächsten Videos nicht verpassen wollt. Däumchen nach oben, dann damit merke ich, dass euch das Video wirklich gefallen hat. Und für Kritik bitte einfach in die Kommentare schreiben. Dankeschön. Tudelü.